Moin moin Leute und willkommen zurück zu Civ 6, wo wir in der 235. Runde im Jahr 2034 nach Christus immer noch dabei sind und hier massenweise erforschen wollen, erkunden wollen. Ich habe immer noch nicht alles gesehen. Nee, ich werde dann gleich mal meine Runde beenden. Was brauche ich denn aktuell? Ich brauche hier eine Bank, da noch einen Kampfpanzer, da wird mein erster Satellit in 22 Runden fertig. Juhu! Das Manhattan-Projekt ist in 2 Runden fertig. Okay. Und das... Allerdings, weil ich denke mal, die Atombombe selber ist in 13 Runden fertig. Und noch ein Panzer. Was haben wir denn hier noch? Unterhaltungskomplex. Ach ja, ich wollte ein bisschen für Zufriedenheit sorgen. Gut, nächste Runde starten wir mal. Also was ich für mich ja schon hier so herausgelernt habe, ich habe mich ja jetzt in der Zwischenzeit auch mit dem Jove so ein bisschen besprochen. Ich weiß so grob, in welche Richtung er jetzt geht, dass er ja, er hatte eine sehr, sehr hohe Produktion. So, und ich denke, dass das zum Beispiel jetzt, wenn man den Wissenschaftssieg anstrebt, eine deutlich wichtigere Richtung ist, die man gehen sollte. Also das bedeutet, dass man sorgt dafür, dass die Städte größer sind, dass mehr Handwerker mehr Felder ausgebaut haben und, damit das einfach alles ein bisschen schneller geht. Und aber ich hatte ja mich auch noch teilweise auf ein bisschen auf Krieg konzentriert, habe ja dann den einen auch ausgelöscht in der Zwischenzeit und bin voll auf Wissenschaft gegangen. Nur, wenn man sich das jetzt so anguckt, also wenn ich jetzt mal mir die Weltrangliste angucke, was ist Wissenschaft? Habe ich 220 pro Runde, der Jova 269. So, das heißt, er hat, obwohl er nicht von Anfang an auf Wissenschaft gegangen ist, deutlich mehr Wissenschaft jetzt schon erreicht, weil er hat die Städte weiterentwickelt. Er hat in halt da Kunst mehr auf, sag mal, andere, auf Wachstum gesetzt und... Das ist schon wieder dieser Händler, der zu viel ist. Kann ich den jetzt auflösen? Aber ich müsste dann doch eigentlich Mecker kriegen. Achso, ja, man kriegt auch für die Einheit Instant Gold wieder. Man hat wohl keine Kosten für Händler, was auch, finde ich, gar nicht mal so unlogisch klingt für mich. Aber man kriegt dann auf einen Schlag Gold drauf. Bin aktuell sogar wieder im Minus. Minus 3,3 Gold pro, ne? Also ich habe... Ja. Plus 445. Ja. Ja gut, er ist ja auch voll auf Gold. Guck mal, ich habe ja jetzt erst meine erste Bank gleich fertig. So, ich bin... Zum Beispiel, da habe ich gar keinen Wert drauf gelegt. Ne? Das sind so Dinge... Jetzt habe ich 2 von 3 Händlern. Das ist doch ein Bug. Verstehe ich nicht. Jetzt kann ich wieder einen Händler bauen, oder was? Und den einen konnte ich nicht benutzen. Das ist irgendwie... Ja gut, das wird wohl noch ein Fehler sein im Spiel. Ich habe 9 von 12, bei dem hatte ich 10. Ägypten hat mit einem Panzer einen barbaren Außenposten entfernt, ja. Sehr schön. Habe ich. So, jetzt bin ich wieder im Plus. Ja, habe ich. Große und ich werde jetzt auch mal tatsächlich dieses Zuckerfeld reparieren, was schon seit 50 Feldern kaputt ist. Juhu. So, Forschung brauchen wir nicht mehr. Das ist völlig unrelevant. Wir werden mal gucken, was wollen wir in Sparta nochmal anstellen. Wir werden nochmal einen weiteren Handwerker bauen. Und in Korinth denke ich mal auch. Ich werde jetzt mal ein bisschen mehr versuchen, noch meine Städte zu pushen, dass ich noch mehr Felder ausbaue, damit das einfach alles noch ein bisschen schneller geht. Das heißt, in Korinth wurde jetzt das Manhattan-Projekt abgeschlossen. Das 10 Runden noch, dann beginnt Operation Ivy. Mal gucken, kriege ich dann direkt eine Atommobbe in die Stadt? Werden wir sehen. Oh, das wäre der Hammer. Ja. Also, ich will versuchen, die echt zu zünden. Das ist echt mein Ziel, das habe ich mir vorgenommen. Und ich hatte ja schon gesagt, ich sie in meinem eigenen Land zünden muss, wenn alles schief geht. Ich habe gerade die Landverbesserung, also die Modernisierung, Seebad gebaut. Das Seebad gibt plus 5 Gold, eine Nahrung und eine Produktion. Okay, weil bei mir stand nur Kultur und Tourismus, bei mir war kein Gold. Aber vielleicht liegt das auch an dem Feld, was da runter ist. Oder vielleicht auch dieses, es greifen noch viele Mechanismen ineinander, ne? Dass sie sich gegenseitig Boni geben und sowas. Das ist vielleicht auch einer der Gründe. Ich kaufe jetzt noch einen Siedler.
Das machen wir. Ich habe nämlich einen richtig guten Punkt gefunden. Noch. Du möchtest und wir wollen uns mal hier eine Börse. Damit wir einfach noch mal ein bisschen mehr Gold kriegen. Ich denke mal, ich werde hier auch noch mal gleich noch mal einen Händler dazu, speziell hier einen Handwerker dazu holen und noch mal die Felder ausbauen. Obwohl, vielleicht sollte ich das in der Stadt, wo mein Satellit gebaut wird, machen. Es ist auch eine Stadt, wo relativ viel Flachland ist, was der Nachteil ist, was die Produktion betrifft. Aber ich hatte halt nachgeguckt, auch in einer Stadt, die mehr Hügel hat, war der Satellitenstart nicht schneller. Vielleicht ist das auch festgelegt. Vielleicht kann man das auch nicht beschleunigen. Ich weiß es nicht. Das wäre echt eine verdammt gute Frage. Also vielleicht ist es einfach auch so gedacht, dass es immer eine gewisse Zeit braucht, damit man einfach nicht eine super Imberstadt hat und sagt, ja, in drei Runden starte ich einen Satellit. Damit der, ich sag mal, damit die anderen Spieler noch eine Chance haben, das zu verhindern, weißt du? Könnte er sagen. England ist in Führung beim Religionssieg. Ich möchte sie sehen. Atomunterseeboot, ja. Ein Atom-U-Boot. Sehr schön. Ja, und was wir immer noch nicht rausgefunden haben, ist die Geschichte mit den Archäologen. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht müsste man da doch nochmal googeln. Also, solltet ihr da irgendwie einen Tipp haben, wenn ihr vielleicht wisst, wie das funktioniert, dass man dafür sorgt, dass wir auch die Altertumsstätten hier irgendwie ausbauen können. Wir haben echt keine Ahnung. Zumindest für die nächste, ne? Ja, zumindest genau, für die nächste Runde, Ziff. Wird vermutlich auch ein Single-Let's Play werden. Jetzt im Nachhinein meinst du? Jetzt das nächste Ziff-Projekt, vermutlich. Weil ja, das, ja das leider Problem nicht ist, dass das USB-C irgendwie nicht das Spiel gestartet kriegt. Also er kommt ins Menü, aber wenn er ein Spiel starten will, ob es nun ein Multiplayer- oder Single-Spiel ist, kommt er nicht rein. Moment mal. Warte mal. Kann ich... Wo habe ich denn jetzt gerade... Da könnte ich auch noch bauen. 15 Runden. Was ist, wenn ich denn hier die... bauen will? 14 Runden. Okay, gut, das macht nicht viel aus. Das ist egal. Okay, dann wollen wir mal uns eine... nächste Runde. Nuklearwaffe bauen. Tudu. Nein! Kannst du nicht England angreifen? Die führen im Religionssieg. Ich würde die aber gerne bei dir zünden. Das macht irgendwie mehr Spaß. Nein. Nur ich muss ja irgendwie auch rüberkriegen. Mal gucken, wie ich das mache. Ach, sicherheitshalber bauen wir noch eine zweite, falls was schief geht. Mhm. Ich habe ja jetzt ein bisschen Uran. Ich habe jetzt doch 4. Ich dachte, da wäre nur eins, aber da war dann in diesem einen Uranfeld 4 Atombomben. Und wenn ich sie zünde, ist es wahrscheinlich wieder über. Das heißt, ich kann dann wohl noch mehr bauen. Einfach ein kleines Mistkerl. Ich spiele einfach mal ein bisschen Weltpolizei. Mit der Zeit lernt man seinen Kurs nach dem Licht der Sterne zu bestimmen. Klar, Atombomben. Und nicht Sport bildet nicht den Charakter, er offenbart ihn. Yeah, ich habe jetzt auch hier Profisport entdeckt. Stadion, Sportmedien. Estadio do Maracana. Aha. Also was war auch. Ich kann nur noch Zukunftstechnologien forschen. Das heißt, im Endeffekt, ich habe alles und ich würde jetzt nur noch für den Punktsieg forschen. Warum habe ich den Punktsieg ausgestellt? Nein, ich finde, das ist auch langweilig mit dem Punktsieg. Das ist etwas, für mich kein richtiger Sieg hier in diesem Spiel. Nee, so sehe ich das nicht auch. Ich finde, es muss ein richtiges Ende geben. Aber ich muss ja sagen, ach komm, wir handeln nochmal mit Birmingham. Alle Straßen führen nach Birmingham. So. Mit dem Gold, was ich jetzt kriege, sind fast 500. Okay. Lufttransport. Zack. Geil. Na, was hast du? Ach, ich kann meine Einheiten von der Stadt zu dem Flughafen teleportieren. Ja, das hat Vorteile, so etwas. So. Hm.
Ich überlege gerade, ich könnte jetzt einen Wissenschaftler holen, aber ich habe ja schon alles erforscht. Das bedeutet, ich kann auch passen. Bringt er dir sonst noch was? Der würde dafür sorgen, wenn ich jetzt passe, dass der insgesamt günstiger wird für euch jetzt, der Wissenschaftler. Nee, sonst bringt er gar nichts. Er würde mich nur, ja, wahrscheinlich Gold kosten, wenn ich ihn mir hole. Und, leider nicht. Aber was wollte ich sagen? Wenn ich jetzt passe und England ist auf dem zweiten Platz, könnten die den gleich kriegen. Wollen wir mal gucken. Dann ist England auf dem zweiten Platz? Was den großen Wissenschaftler betrifft, ja. Danach kommst du dann. Warum auch immer. Du hast zwar extrem hohe Wissenschaftler. Ja, ich habe gerade einen gekauft, einen Wissenschaftler. Der hat mir dann pro Regenwaldfeld, was in der Nähe von seiner Reichweite war, 200 Wissenschaft gegeben. Deswegen konnte ich gerade drei Sachen gleichzeitig erforschen. Nicht schlecht. Da fällt mir gerade was ein. Ich kann ja auch kaufen, beziehungsweise ich habe genug Pflaumen da. Ja, habe ich den jetzt gekauft? Weil mein Glauben konnte ich sonst nicht nirgends einsetzen. Sehr schön, ja. Was habt ihr denn jetzt auch mal gesehen, wie mal denn ein Wissenschaftler bekommt? Wo werde ich die denn jetzt hinschicken? Sollen wir das mal versuchen? Ja, also ich habe jetzt einen großen Wissenschaftler mir mit Glauben gekauft. Man kann das auch mit Gold machen. Das ist natürlich cool. Allerdings kostet der zum Beispiel, oder nicht im Wissenschaft, ich habe mir einen Ingenieur gekauft, aber der kostet mit Gold 4850 Gold. Da muss man ja erstmal hinkommen. Und du kommst jetzt hier nach oben. Da kann ich nichts bauen, weil da schon was ist. Kann ich da noch was bauen? Wir sind hier in dem Wald und wirst gleich schön eine Mine, ne, beziehungsweise ein Sägewerk herstellen. So, Victoria hat uns eine Vereinbarung vorgeschlagen. Ja, das habe ich schon vor ein paar Runden gesehen. Aber was ist es? Ich kann es nicht anklicken. Ist es noch eine alte, die man nicht wegklicken kann, oder? Das kann gut sein. Ja, geht nicht. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Zwei Atombomben im Bau. So, nächste Runde. Ach, zwei Atombomben im Bau. Hast du zu viel Zeug, um sie abzuschicken? Ich glaube, man kann sie auch anders. Ich glaube, das müsste auch ohne Flugzeuge gehen. Aber das werden wir sehen. Also zumindest im Vorgänger gab es drei oder vier Möglichkeiten, eine Atombombe zu transportieren und abzuschießen. Ich hoffe, das haben sie hier auch gemacht. Ich hoffe auch. Also an sich Globalisierung oder Totalismus. Oh, ich hab mal einen Handwerker. So, du Panzer bleibst hier. Du gehst in eine andere Stadt, nämlich hierhin. Ach verdammt, da ist noch keine Industrieanlage. Das Seebad, was ich jetzt gerade gebaut habe, gibt mir zwei Nahrung und 8 Gold. Also das sieht auch anders aus. Aha, okay. Ja, ich sag ja, irgendwie muss das auch mit irgendwelchen Boni, mit welchen Feldern umliegend oder Bezirken oder was auch immer zusammenhängen. Oder mit Karten, ich weiß es nicht. Also in diesem Spiel hast du ja so viel Möglichkeiten, die Zukunft scheint weit weg zu sein, aber eigentlich da einzugreifen. Das ist ja echt der Hammer. Gesandtenschiff. Was machen wir denn hier mal? Sollten wir ein bisschen. Und wir gründen die Stadt Apu. Ich habe Apu gegründet. Wir bauen mal eine Raketenartillerie. Vielleicht hat die auch die Möglichkeit, eine Atombombe durch die Gegend zu jagen. Gute Frage. Wir bauen sie einfach mal. Und hier ist endlich ein Maschinengewehr. Yay. Ich kann aber mein Handwerker nicht zurückholen, oder? Doch, kann ich. Sehr gut.
Mitch, ich sag's mal so, schießt du deine auf mich, schieß ich meine auf dich. Ja, das mach. Ich hab die auch als Notfallplan, falls du mir nämlich nochmal einen Wissenschaftssieg verhindern willst und eine Stadt von mir einnimmst, dann jag ich da einfach die Bombe hoch. Dann hast du nicht so viel von der Stadt. Und deine Einheiten sind bestimmt auch weg. Ich sehe leider nicht, wie weit du beim Wissenschaftssieg bist. Nee, das kann man irgendwie auch nicht sehen. Weiß ich auch nicht, warum. Noch nicht, wahrscheinlich. Kommt vielleicht noch. Bin ich auch echt gespannt drauf. Aber ich habe mir gerade noch zwei Flugzeuge gekauft, also... Ja, das kann ich leider gar nicht, weil mir immer noch die Ressourcen dafür fehlen. Ja, ich habe nur ein Aluminium, nur ein einziges. Ja. Aber dank meiner Karte kann ich so viele davon bauen, wie ich will. Okay. Ich habe hier, warte, wie heißt die Karte? Nicht Ansichtsbaum, Regierung. Eine strategische Ressource ermöglicht euch Produktion und Kauf von Einheiten, die sie benötigen. Also hast du eine, kannst du so viele davon holen, wie du willst. Ah, okay. Ach, das war ja klug. Ich habe hier gar keinen Raumhaft und habe hier den Ingenieur eingesetzt. Jo, sehr gut, Mitch. Weghackt. Egal. Ich habe meinen Glauben losgeworden, weil ich hatte eh keine Verwendung dafür. Oder ist das allgemein, dass er das geboostet hat? Stimmt, er hat das wahrscheinlich allgemein geboostet. Würde ich mal tippen. Naja. Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Du willst also einen Hafen bauen? Ja, komm, dann darfst du auch einen Hafen bauen. Zack, Produktion wählen. Du willst... Überall hier noch mal ein bisschen Nahrung dazu, um die Städte weiter wachsen zu lassen. Ja, das mache ich auch. Apu. Was ist denn hier für ein Schiff? Gute Frage. Das war wahrscheinlich nur die Animation, die sich erst auflösen musste. Haben wir hier noch irgendwo Einheiten? Nö, das ist ja schon mal gut. Kannst gleich wieder zurück. Bam. Und du gehst schon mal hoch und hilfst hier oben mit auszubauen. Zack. Ja, und der Jove geht extrem viel auf Wunder, aber ja. Ich glaube, du hast auch eine Rasse, die auf Wunder spezialisiert ist, ne? Oder ist das einfach nur, weil du gerne Wunder machst? Ich mach gerne Wunder. Allgemein, glaube ich, macht er sowieso immer gerne Wunder. Da bin ich ja eher so, ja, ich finde Wunder schön, aber es ist nicht spielentscheidend. Du findest wunderschön, wunderschön. Mhm. Das finde ich gut. Was will er von mir? Fremder Kultur ist dominant. Was? England ist dominanter als ich? Was die Kultur betrifft? Willst du mich verarschen? Wieso habe ich jetzt zwei von zwei Händler? Und ich verstehe das nicht. Ey, jetzt kann ich meine Händler nicht mal losschicken, oder was? Ah, klar. Also wenn der Jove gewinnt, wissen wir es, woran es liegt. Ich habe wieder geschummelt. Ja, natürlich. So. Jetzt wäre ich endlich mal fertig mit meinen Runden, Mitch. Ja, was soll ich da jetzt machen? Soll ich den auflösen, oder was? Verstehe ich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht bei mir. Naja, was soll's. Kriegst du schon hin, Mitch. Kriegst du schon hin. Irgendwann wirst du es noch hinbekommen. Der kalte Krieg taucht nicht auf. Hey, kalter Krieg ist abgeschossen. Er brennt mit tödlicher Hitze. Erforschen wir mal den Uran. Oh, das ist ja mal interessant. Das wollen wir uns ja mal holen. Gib's bitte auch noch Apu, damit Apu ein bisschen Wachstum hat. Und du hast die Kanalisation. Nämlich der Vorteil ist, dass jeder Gesandte, den ich in einem Stadtstaat habe, wo ich nicht zu zerreden bin, zählt doppelt. So kann ich vielleicht noch Jove die eine Stadt klauen. Das ist mal interessant. Den einen Stadtstaat. Okay, nein. Welchen willst du haben? Hattusha, in dem ich 36 Dinger drin habe? Da bin ich dran, ja. Wenn meine jetzt schon doppelt zählen, bin ich auf dem Weg dahin. Okay. Bescheiden. Mobile Bodenluftrakete. Die bauen wir mal. Nein! Nein!
Oh, ich schicke alle Einheiten rüber, wenn du mich angreifst. Alle. Du hast auch einen großen General da. Ich auch. Ich habe Samuel Tuer und du hast John Monash. Hedge. Einen Atombomben baue ich doch schon. Die sind gleich fertig. Das weiß ich. Was willst du? Beziehungsweise, habe ich nicht hier schon einen Atombomben fertig? Wo sehe ich das? Habe ich nicht noch... War da nicht schon... Ach nee, stimmt, die werden noch gebaut. Alles okay. Oh, stimmt, die werden noch gebaut. Ne? Alles okay. Ja, bauen wir noch mal ein paar Panzer. Ich bin zwar 35 Gold im Minus, aber ich habe noch genug. Also von daher geht das. Das kann ich notfalls bis zum Ende durchziehen. Mitch kann ja einfach machen. So, nächste Runde. Komm, baut den blöden Handelsweg jetzt hier. Apu hat noch den falschen Glauben. Handwerkern habe ich echt ein bisschen vernachlässigt. Aber... Jetzt bin ich auf jeden Fall dabei, dafür zu sorgen, dass meine Produktion und alles steigt. Meine Städte wieder wachsen. Ein Traum ist unerlässlich. Globalisierung. Was machen wir da? Da kommt noch ein Sägewerk hin. Da kommt auch noch ein Sägewerk hin. Dann sollte das auch alles schneller klappen und bauen und so weiter und so fort. Ich erforsche dich Social Media. Ja, aber ist doof. Man ist echt, also ich finde dieses Spiel ist echt, es fasziniert einen. Es ist, wie soll man sagen, man hat so viele Details, man muss das erstmal richtig verarbeiten können, finde ich. Man muss da erstmal richtig. Also ich habe so viel zu tun. Ja, eben, das ist genau das, was ich auch meine, ne? Man hat halt. Wow. So, und ich weiß jetzt schon, wo ich schon ganz viele Fehler gemacht habe und was ich beim nächsten Mal anders machen werde. De Jove auch wieder. Ne? Und, Also ich sag mal, meine Taktik war jetzt nicht so übel, aber ich hätte noch das eine oder andere früher machen können, in anderer Reihenfolge, um das auch zu verschnellern. Also. Ja. Ich kann einen Kampfpanzer mit, eine Eskorte mit einem Kriegsschiff bilden. Achso, das können wir upgraden. Das kriegen wir jetzt raus. Was soll das jetzt? Ein Raketenkreuzer. Das bietet sich ja mal an für eine Atombombe, oder nicht? Edge. Das heißt, ich werde ein bisschen... Ich kaufe jetzt ein Abo einfach alles. Das mach mal. Lass mal eine Kanalisation kaufen. ich glaube, ich kaufe dann noch gleich ein paar Flugzeugträger. Oh, und ich habe Uran entdeckt. Nice. Dann doch erstmal ein Handwerk. Du musst den Panzer jetzt bewegen. Na gut, mach's mal. Also ich sag's mal so, meine Wüstenstadt ist gut. Da ist alles, was irgendwie an Ressourcen war. Öl, ja. Aluminium, Uran, das ist alles in der Stadt. Hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Naja. Sonst bombardiert Mitch mir nämlich die Stadt. Weißt du, ich sehe es ja immer so noch ein bisschen... lockerer, weil ich sage, Mann, guck mal, wir spielen ein Let's Play. Wenn wir jetzt ein normales Duell gegeneinander spielen würden, dann würden wir wahrscheinlich fast gar nicht reden. Oder eher gesagt, wir würden viel privat reden. Und über Spiel nicht so viel, weil wir uns natürlich nicht helfen wollen. Aber von daher, mein Gott, ich muss ständig verraten, was ich mache. Wenn du jetzt mal zwischendurch was verrätst, dann... Ja. Ach, Manhattan-Projekt, das geht aber schnell. Aber was man ja auch sagen muss, man sieht ja hier auch aufgrund der Weltrangliste, woran der andere arbeitet. Und das ist, finde ich persönlich, auch gar nicht so schlecht, weil man sich dann darauf einstellen kann, was der andere macht, um vielleicht auch rechtzeitiger zu reagieren. Weil wenn ich so überlege, in Civ 5 haben plötzlich die Computer so Überraschungssiege gemacht, wo du absolut null mitgerechnet hast. Ja, das stimmt. Ja, das wo du dann siehst, ja, ich sag jetzt mal hier, ne, mich erstaunt es halt, dass England so hart ist mit dem Glaubenssieg. Ja. Gut, wir gehen jetzt halt persönlich gar nicht auf Glauben, aber. Und die haben hier aber auch nichts mehr an Glauben an sich. Die haben eine Stadt, das war's. Also. Glaube ich, greife die gleich mal mit zwei Panzern an und mach die einfach komplett. Ich kann fertig. Den Panzer nicht dran lassen, weil da schon eine Panzerabwehr ist. Alles klar. Große Persönlichkeit. Wen haben wir denn hier? Einen großen Händler. Raketenartikel. Gewehr 2 Jeans. Ah, geil.
Aber es ist echt der Hammer, ne? Die Handwerker bei mir eine Runde, zwei Runden. Jetzt gut, jetzt in der kleinen Stadt vier. Aber es geht auch richtig ruckzucki. Ja, aber ich habe auch eine Runde. Das mehr ist Wohnraum echt. Und Zufriedenheit. Moment, was ist jetzt passiert? Erdsatellitstart abgeschlossen. Ist er jetzt gestartet? Aha. Okay. Mondlandungsstart kann ich jetzt starten? Okay, kann ich das auch irgendwo anders starten? Weil das ist da ein bisschen schneller geht. Also es geht doch unterschiedlich von der Zeit her. Oh, ist doch abhängig geil. Von der Produktion. Ich kann gleich Armadas produzieren. Ich baue sicherheitshalber hier nochmal einen Raumhafen, ja. Wollte was ich nochmal gesagt denn? Haben, Mitch. Ich kann gleich Armada produzieren. Was heißt? Flugzeugträger-Armada. Ah, cool. Zum Beispiel. Also ich kann gleich alles auf, also ich kann gleich die großen Dinger bauen. Ich muss die nicht. Okay, cool. Aber was ich jetzt so ein bisschen vermisst habe, ist jetzt, dass man so eine Animation sieht. Weißt du? So, dass da jetzt eine Rakete startet oder sowas. Weil das, ach, naja gut, das war gewesen. Dann beim Abschlussscreen immer, wenn man vor den Wissenschaftssieg bei dem fünften Teil geschafft hat, tatsächlich so. Schade. Bauen wir nochmal ein Industriegebiet. Ja, nochmal auf die Schnelle, nochmal hier. In plus so, Händler, eins. Händler. Massig doch, Händler. Kann ich alle nicht aufwerten. Schade, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr mir erhofft. Gerade bin ich ein bisschen enttäuscht, was da nicht gekommen ist. Kampfpanzer. Ich sehe schon, wir überziehen schon wieder. Ah, wir machen jetzt Pause. Nein, wir sehen das kann uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Ihr Lieben, haut rein. Macht's gut. Tschüss.